Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bam und Gabriel am Start mit einer weiteren Runde Pokémon Showdown. Und zwar diesmal wieder im Aryu-Tier. Mit einem ziemlich heten Team. Nämlich mit einer Art Psychic-Spam. Es sind zwar nur zwei Psychic-Typen drin, allerdings gibt es nie sonderlich viele Psychic-Typen im Aryu. Habe ich auch wieder aus einem Thread. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Team sehr, sehr zufrieden. Außer, dass es absolut schwach gegen zwei Monsters und das ist Tyrantrum und Durin. Zwei S-Pokémon, gerade im Moment im Aryu. Man hat zwar Steelix als Switchin und Tyrantrum, um den Speedside zu forcen, beziehungsweise Jolly Tyrantrum, um manch andere Tyrantrums, die Element Scarf sind, auch zu outspeeden und diese auszunocken mit einem Outrage. Allerdings, ja, ist das Problem damit definitiv nicht behoben. Man hat absolut keinen Switch-In. Gallade stirbt durch jeglichen physischen Angriff. Aber die Spezialdefensive ist gut. Ich werde ganz kurz meinen Namen ändern. Bis gleich. So, ja, gut. Ich werde jetzt mal für einen Battle gehen. Zu der Information, wir sind ein Cobblebury Meloetta mit Calm Mind, ein gescarftes Tyrantrum, ein SD Lam Galagladi, Mega Steelix komplett Standard mit Toxic über Raw oder Stone Edge. Dann ein Mixed Defensives Libeldra und ein offensives Life Orb Venusaur. Es ist eigentlich ziemlich Standard, ist jetzt nichts Außergewöhnliches drin. Allerdings, ich kann euch ja mal das Team zeigen. Hier. Man sieht hier Jolly Tyrantrum. Natürlich ein bisschen spezialdefensives Steelix und Mixed Defensives Libeldra und ja, Jolly offensives Venusaur mit Overgrow, auch wenn Overgrow absolut nie bei mir jetzt wirklich zu Sinn gekommen ist, da man meistens eher stirbt. Wir haben allerdings ein Match gefunden gegen Sticky Web. Zum Glück haben wir ein Flygon, was relativ gut ist. Komischerweise gegen dieses Team ist das hier ein Threat. Komischerweise, ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ja, gut. Ich glaube, ich will direkt mit unserem Venusaur leaden. Venusaur ist, obwohl, ich wollte gerade sagen, Venusaur ist nur gut gegen seinen komischen Shrimp hier, aber er hat ja auch noch einen Blitzer. Stilix ist relativ gut gegen das Braviary. Und natürlich gegen das Chillabell. Das heißt, mit dem können wir auch nicht anfangen. Tyrantrum will nicht unbedingt seinen Choice Guard verlieren. Wir können komplett frei Head Smash bzw. Outrage Spam gegen sein Team. Meloetta will nicht gegen ein Bug-Pokémon liegen. Und Flygon ist definitiv kein Lead. Ich glaube, ich werde mit Venusaur leaden. Bei seinem Kloister Lead. Ich glaube, das ist ein relativ angenehmes Lead jetzt gerade für mich. Deswegen werde ich sofort für einen Leafstorm gehen und versuchen, dieses Kloister auszunocken. Wenn er Choice Scarf ist, was ich nicht wirklich glaube, dass er ist, wird er das definitiv outspeeden und uns ausnocken können mit einem Ice Beam. Allerdings kriegen wir einen Crit. Ich weiß nicht, ob es gemattert hat. Ich weiß nicht, ob er ein. Ob er Reiter ist. Nee, ob er ein Assault Vest Kleuzer war. Reinkommt das Typlosion. Unser Flygon brauchen wir nur, um die Sticky Web wegzukriegen. Und ansonsten ist es eigentlich relativ easy als Switch. Gegen, ziemlich viele Mons eigentlich. Aber auch gegen das Blitzer, sofern es keine HP Eis hat. Kann Braviary. Ich weiß es gar nicht. Kann Braviary U-Turn? Ich glaube ja. Ja, es kann U-Turn. Gut, die Frage ist, wollen wir jetzt für Roost gehen? Für EQ? Wahrscheinlich würde er in sein Braviary wechseln. Ich bin ziemlich optimistisch, dass er das machen wird. Ich glaube, ich würde für eine Quertwende gehen, einfach während ich sein Braviary predikte.
wir können jetzt sofort in unser gescarftes Tyrantrum wechseln und sofort, er ist ein Leftovers Braviary, das heißt wahrscheinlich Bulk up. Wir können auf jeden Fall sofort ein Headsmash abfeuern. Nichts bei seinem Team, wirklich gar nichts, wird einen gescarften Headsmash annehmen wollen. Und so ziemlich alles außer das gefokus gurtete Livani wird droppen dadurch. Auf jeden Fall. Vielleicht hat er auch ein etwas defensiveres Braviary gone. Etwas defensiveres Braviary, um mit seinem Livani den Defog zu verhindern. Er hat aber allerdings auch keinen Spinblocker. Weswegen mich das jetzt ein bisschen fraglich stimmt, ob er wirklich deswegen Braviary auf seinem Team hat. Es scheint mir auch relativ spät zu einem Sticky Web Team geworden zu sein, da Livani an fünfter Stelle. Wahrscheinlich ist er auch mein absolut gehasstes Chinchino Set mit Kings Rock. Er hat jetzt einen Blitzer. Ich glaube, vom jetzigen Moment an kann ich auch Outrage spammen. Oh. Ich will nicht in mein Steelix wechseln. Ich glaube, dass Venusaur unser bester Wechsel ist. Ja, Venusaur ist unser bester Wechsel, da wir relativ einfach eine HP Ice aushalten können. Er ist ein Gelebensorb des Jolteon, das ist gut zu wissen. Da wir jetzt für Outrage gehen können, potenziell. Ich werde einfach mal für die Funsies auf Sludge Bomb gehen. Er wechselt tatsächlich in sein Livani, wow. Hat wahrscheinlich meinen Leafstorm predicted. Kriegen die Poison, sind jetzt auch unter 33%, waren wir vorhin schon, aber gut. Jedenfalls haben wir unseren Leafstorm geboostet. Wir brauchen unser Venusaur für kein einziges Mon. Wirklich für keines. Deswegen kann ich jetzt einfach mit meinem Venusaur drin bleiben und wahrscheinlich ist er gescarfed mit seinem Typlosion. Deswegen ist unser einfachster Wechsel jetzt eigentlich unser Kira. Und eine Outrage ist definitiv unser bester Zug. Es wird definitiv das Trillerbell ausknocken. Es sollte das Blitzer definitiv auch ausknocken. Und das Typlosion sollte, wenn es selbst gescarfed ist, uns outspeeden natürlich. Allerdings, falls es eine Specs-Variante ist, ich erwarte nicht, dass er irgendeine andere Variante ist, mit einem Fokusstoß oder irgendwie etwas so in der Art. Es war wahrscheinlich tatsächlich Specs. Von dem Schaden her auf meinem Flygon hätte man das vielleicht auch denken können. Oh, man weiß es nicht. Wechsel in sein Jolteon. Sein Jolteon ist definitiv kein Switch und wir sind Jolly, deswegen outspeeden wir ihn auch und können ihn ausknocken. Zum Glück für uns haben wir eine 3-Turn-Outrage bekommen. Das heißt, dass das letzte Pokémon jetzt nur noch sein Chillerbell ist und wir ohne große Probleme in unser Steelix wechseln können. Selbst wenn er für Bullet Seed geht, halten wir das wie ein Champ aus. Und unsere größte Angst ist wirklich, dass er ein Kingsrock Chinchino ist. Allerdings ist Toxic nicht unser bester Zug, sondern Heavy Slam, da es zu 100% treffen kann und wir ihn danach definitiv mit einer Outrage ausknocken können nach ein bisschen Prior Damage. Oder er droppt einfach so, das ist natürlich auch in Ordnung. Sind bei Tau... der Decay ist real. Der Decay ist wirklich real. Ich habe hier übrigens bei meinem Lieblings-Ground-Type für Steelix gestimmt. Flygon ist eher so, meh. Flygons vierfach Eisschwäche ist einfach sehr, sehr schwach. Meiner Meinung nach ist das Ice-Typing eins der besten Typing in ganz RU. Wir haben hier ein, ich weiß gar nicht, Ambipom ist scheiße. Zangoose hat definitiv eine gute Rolle in RU, meiner Meinung nach. Er hat einen Archeops, was definitiv okay ist. Hat auch eine Rolle in RU. Er hat Glalie. Glalie ist absolut sick. Aber dann hat er noch einen Volbeat und dann ein Delphox, das meiner Meinung nach auch nicht besonders gut ist. Wenn man einen Fire-Type benutzen sollte in RU, dann sollte es 99% der Fälle Houndoom sein. Da Houndoom einfach das beste Firemon ist. Meiner Meinung. Ja gut.
Aber bei Ampiform können wir zu 100% in unser Steelix wechseln, das sollte also nicht das Problem sein. Ich werde eher versuchen, das ein bisschen besser gegen das Archeops gepreppt zu sein. Das heißt, ich werde mit unserem Steelix leaden, während er mit seinem Volbeat leadet. Das kann er gerne tun. Ich werde definitiv sofort Runde 1 für einen Heavy Slam gehen. Er hat absolut keinen Wechsel in Heavy Slam. Geht für Tailglow. Okay, kann man definitiv so anbieten. Allerdings habe ich jetzt eher Angst vor seinem Delphox. Deswegen will ich jetzt für einen EQ gehen, um das eventuell zu erwischen. Ich habe definitiv keine Angst vor seinem Archeops. Sein Glalie könnte definitiv ein Threat sein. Allerdings haben wir dann noch unser gesculptes Tyrantrum, das relativ einfach damit umgehen kann. Er wechselt tatsächlich in sein Delphox und wird mit einem EQ gedroppt. Das heißt, eigentlich das beste Pokémon seines Teams ist gone. Der einzige Threat, den ich jetzt noch auf seinem Team sehe, ist sein Zangoose. Und das Archeops. Allerdings ist das Archeops eher ein Threat, da das Archeops vielleicht ein Endeavor-Set sein könnte. Und ich generell keinen Tarnsteine auf dem Spielmarkt. Tarnsteine sind blöd auf meiner Seite, lieber auf der anderen Seite. Sein Team ist auch relativ schwach gegen Tarnsteine, wenn ihr es mal anschaut. Er wechselt Glalie rein. Okay. Glalie ist generell ein Threat und ein Halber gegen mein Team. Deswegen werde ich sofort für ein EQ gehen. Gegen Zangoose ist... Okay. Okay, ich sehe dich. Ich sehe dich und er gibt auf. Okay, kann man so anbieten. Definitiv. Wir hätten zwar, nachdem unser Steelix down gegangen wäre, kein Switchen mehr in sein Ampleform gehabt. Allerdings haben wir immer noch unser Tyrantrum. Unser Tyrantrum kann zu 100% alles ausnocken, was wir hier sehen. Und das einzige Mon, auf das wir aufpassen müssen, wäre sein Volbeat gewesen, da es uns parren könnte. Allerdings haben wir das anscheinend super den gemeistert. Oh, ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Das sieht mir definitiv nach einem gefährlichen Team aus. Sigilyph ist definitiv eins der besten Mons in RU meiner Meinung nach auch wieder. Vor allem gegen langsamere Teams. Gegen schnellere Teams ist es absolut scheiße. Das Virizion ist außerdem auch ein Threat gegen unser Team, sollte es sein Headbutt haben. Was es 99% der Zeit hat für Venusaurs oder Quillfish. Aber wirklich in erster Linie für Venusaur. Wir haben nicht wirklich was dagegen. Ein Plus 2 Close Combat sollte unser Leute aus noch nicht. Weiß nicht, ob eine Leaf Blade schon ausreicht. Wir haben dann nur noch unser Tyrantrum dagegen. Und generell brauchen wir unser Steelix gegen sein Hustle-Ding hier. Ich glaube, ich werde Runde 1 mit unserem Meloetta leaden. Meloetta hat generell ein ziemlich gutes Matchup gegen alles von seinem Team. Und wenn er mit seinem Houndoom leaden will, dann können wir sofort Focus Blast gehen. Runde 1. Und wenn er mit seinem Sigilyph geleadet hätte, wären wir Runde 1 für einen Focus Blast gegangen. Das scheint mir kein... Natürlich. Das scheint mir kein Pursuit Houndoom zu sein. Das heißt, wir können eigentlich relativ einfach... es ist Pursuit, allerdings hat er mich predicted. I got drag. I got red, like a fiddle. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich in unser unser Flygon wechseln und sofort für eine Kehrtewende gehen bei seinem Wechsel. Eventuell in sein Sigilyph oder in sein gutes Virizion. Er wechselt tatsächlich in sein Virizion, was für uns heißt, wir müssen in unser Venusaur gehen und da meiner Meinung nach die Sludge Bomb so obvious ist, werden wir für eine HP Fire gehen und versuchen sein Durant zu erwischen. Könnte natürlich auch in sein Sigilyph wechseln. Das wäre definitiv auch eine Art zu wechseln. Geht für eine... Für einen Lightscreen. Holy crap. Und ich glaube, jetzt werde ich für die Sludge Bomb gehen, da wir nicht wirklich irgendwas gegen sein Team bieten können. Das ist definitiv ein offensives Sigilyph. Und er ist eigentlich komplett frei für eine Psychic zu gehen.
Ich werde trotzdem in unser Gallade wechseln, da wir wahrscheinlich nicht getweet. Okay, wir werden getweet KO'd. Das ist ja hervorragend. Mein einziger Zug ist ein Knockoff. Mein einziger Zug ist gerade im Moment ein Knockoff. Wir haben keinen anderen Zug. Absolut keinen. Da unser Galagladi generell. Er hat Dazzling Gleam. Interessant, interessant. Generell schwach gegen sein Team ist. Oder generell Psycho-Pokémon. Ich glaube, unser einziger Zug ist jetzt unser Houndoom und sofort für Headsmash zu gehen. Wir wollen nicht in irgendeine Attacke gelockt sein. Wenn er in seinen Kullfisch wechselt, dann hoffen wir auf einen Crit. Das sieht mir allerdings dann doch relativ gut aus. Das heißt, ein weiterer Headsmash könnte eventuell ausreichen, dieses Kullfisch auszunocken. Eventuell. Wenn wir einen guten Roll bekommen. Wir bekommen keinen guten Roll. Er geht für Pain Splits. Das kann er gerne tun. Wir wollen einfach weiter für Headsmash gehen. Ich schätze mal, dass er uns jetzt in Reichweite von dem Sucker Punch seines Houndooms bringen will. Wir verfehlen unseren Headsmash. Na, kann man jetzt nicht viel tun. Wir hoffen natürlich einfach, dass wir den nächsten Headsmash noch treffen können. Oder nicht. Und er geht weiter für Spikes. Headsmash, enttäusche mich nicht. Wir brauchen dich, dankeschön. Und sein Durant ist definitiv ein Threat und ein halber. Er wechselt in sein Virizion, das heißt eigentlich für uns einen relativ entspannten Wechsel in unser Flygon. Er geht für Reflect. Wir können auf jeden Fall für einen Defog gehen. Wenn er jetzt in sein Tyrantrum wechseln will, dann haben wir ein Problem. Unser Steelix ist nämlich eh schon durch das Durant sehr, 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 sehr belastet. Hier ist das Durant. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass er für eine Superpower gehen wird. Deswegen werde ich für einen EQ gehen. Er geht für Iron Head. Macht. Der Schaden scheint mir gescarft zu sein. Der Schaden scheint mir tatsächlich gescarft zu sein. Deswegen werde ich jetzt in meinen Steelix wechseln. Er geht für Home Claws. Das ist okay. Ich erwarte jetzt eine Superpower von seiner Seite. Deswegen, ich weiß, dass unser Steelix das überleben kann. Und nach dem Defense Drop können wir ihn definitiv mit einem EQ ausknocken. Der Crit hat definitiv nicht gemattert. Die einzige Frage ist gerade nur, was machen wir gegen sein Tyrantrum und oder sein Houndoom. Unser Venusaur ist noch gut gegen sein Virizion. Unser Tyrantrum ist unsere Win Condition und unser Flygon müssen wir behalten. Er hat keinen Grund, nicht für Dark Pulse zu gehen. Ich werde meinen Steelix opfern müssen. Und ich werde so gut es geht versuchen, unser Flygon drin zu behalten. Und ich werde sofort für einen U-Turn gehen, da ich der Meinung bin, dass er weiß, dass er Houndoom unbedingt behalten muss, um zu gewinnen. Sein Wechsel ist Virizion. Ich will nicht, dass er eine Reflect aufbekommt, deswegen werde ich sofort in unser Tyrantrum wechseln. Und das ist absolut crappige Defense. Du wirst durch eine Dragonclaw sterben. Tyrantrum wird auch durch eine Dragonclaw sterben, sollte er das reinbringen wollen. Bei Houndoom werde ich definitiv sofort in unser Flygon wechseln. Wir müssen alles auf einen Splitter ankommen lassen. Dieser Splitter wird das Spiel entscheiden. Oder er überlebt. Holy crap, er hat überlebt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, das hat gerade das Spiel entschieden. Das hat wirklich gerade das Spiel entschieden. Er ist jetzt komplett frei, in sein Sigilyph zu gehen und sein Sigilyph wird sweepen. Wechsel in sein Houndoom. Das ist okay. Sein Tyrantrum kann im Moment auch gerade nur noch Headsmash drücken. Ich hätte gedacht, dass eine Outrage ausreicht, um ihn auszunocken, was es leider nicht getan hat. Allerdings hätte er uns danach mit Sucker Punch von seinem Houndoom auspicken können. Aber das ist okay.
Er ist zur Psychic gegangen, hat uns damit ausgenockt. Er hatte drei Mons, die schlecht gegen unser Team waren. Oder die besonders gut gegen unser Team waren. Ich glaube, das Spiel hätte ich gar nicht gewinnen können. Aber gut, solche Sachen passieren. Man hat manchmal ein schlechtes Team-Matchup, manchmal hat man gutes. Ich pausiere jetzt ganz kurz, bis wir ein neues Match gefunden haben. Bis gleich. Okay. Also wir haben diesmal ein relativ gutes Matchup gefunden gegen sein Team. Ich werde definitiv mit unserem Steelix leaden, da er keinen Spinner hat oder Defogger auf seinem Team. Jedenfalls sehe ich hier keinen. Könnte sein, dass Ambipom auf einmal Rapid Spin erlernen kann. Man weiß es nicht so genau. Gegen das Aggron werde ich definitiv... Soll ich Runde 1 für EQ gehen? Nee. Tarnsteine haben meiner Meinung nach höhere Priorität als das, als der EQ da eventuell in sein Rotom Moe wechseln könnte. Die Frage ist, wird er jetzt reinwechseln oder nicht? Meiner Meinung nach ist ein Stealth Rock Aggron nicht sonderlich stark, deswegen werde ich für Toxin gehen und hoffe, dass er seinen Rotom Moe reinwechselt. Wenn er für EQ gehen will, dann ist es okay. Okay, geh für EQ. Er hat Raw, ist es auch komplett in Ordnung. Ich werde definitiv für einen Focus Blast gehen und dich damit relativ gut down bringen. Hat natürlich Sturdy und kriegt mit einem Heavy Slam absolut Zero Damage. Für einen Meloetta, das absolut zwei Defensivwerte hat, ist das auf jeden Fall ein wahnsinniger Schaden, den man eigentlich nur zu bemitleiden hat. Meloetta ist der beste Switch-in in Hooper. Das heißt, es hat definitiv einen Wert, das zu behalten. Und natürlich sollten wir unser Steelix auch gegen sein Ambipom behalten. Ich bin aus dem Grund gemegert, da ich nicht der Meinung bin, dass er irgendetwas hat, das uns mit einem Hit zu unserer Sturdy bringen kann. Und wenn wir gemegert sind, bin ich der Meinung, dass wir einen Flare Blitz selbst von einem gebändeten Ember bin ich mir nicht ganz sicher, aber von einem Choice Scarf Ember sollten wir definitiv einen Flare Blitz aushalten können. Da hilft uns jetzt unsere Sturdy nicht etwas. Und selbst wenn, hätte er immer noch die Tarnsteine auf dem Feld, die unsere Sturdy brechen können. Die Sturdy ist tatsächlich schon öfter in die ins Spiel gekommen. Falls der Gegner mit Kamerup leadet, mit Mega Kamerup. Es ist tatsächlich relativ oft vorgekommen und man kann bei seinem Fire Blast oder bei seiner Earth Power einfach für einen EQ gehen und ihn danach outspeeden. Relativ einfach. Er hat einen Normal Gem. Okay. Wenn er Low Kick hat, dann hat er Low Kick. Dann soll er das gerne haben. Mir ist es komplett egal. Ich werde für Toxin gehen. Da meiner Meinung nach Rotom Moe immer noch sein bester Switch-in ist. Er wechselt in sein Gastrodon. Wieso Gastrodon? Gastrodon bringt dir überhaupt nichts, Junge. Okay, cool. Geh in dein Gastrodon. Wir können in unser Venusaur gehen. Venusaur ist ein absolut hundertprozentiger Check zu Gastrodon. Earth Power. Wow, das hat Zero gemacht. Wirklich. Honestly, Zero. Wir können auch jetzt sofort einen Leafstorm abfeuern, wenn er in sein Ember gehen will. Okay, geh in dein Ember, bitte. Das zieht nur drei Viertel deines Lebens ab. Okay, mach das. Selbst wenn du gechoiced Garf bist, ist es eigentlich relativ egal. Wir haben hier noch ein... Na, die Frage ist, wird er für eine Superpower gehen oder für einen Flareblitz? Meiner Meinung nach ist Flygon unser bester Wechsel, da wir beides aushalten können. Er geht für Flareblitz. Kriegt ein bisschen Schaden, kriegt keinen Burn zum Glück. Und wir gehen für Roost. Da er nicht wirklich ein Mon hat, vor dem wir Angst haben müssen. Außerdem ist er jetzt mittlerweile in Reichweite von unseren Rocks auf dem Feld. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass er den Burn kriegt. Aber so hat er seinen Ember gesackt, ohne wirklich etwas für sich bekommen zu haben.
und wir können mit einer Roost wieder zu vollem Leben kommen. Das Einzige, was er effektiv geschafft hat, war unser Meloetta auf ein Drittel zu bringen und unser Venusaur auf die Hälfte. Oder auch noch auf ein Drittel nach den Rocks. Also ja, und hat währenddessen zwei Mons gesackt, von dem eins der größte Threat gegen unser Team war. Meiner Meinung nach ist Galagladi auch ein sehr, sehr underratedes Mon in RU. Einfach da Galagladi mit seinen 80 Speed als vor allem als Kampftyp mit Unlicht-Coverage über 70 Speed ist. 70 Speed ist meiner Meinung nach die Benchmark für einen guten offensiven Typen. Also alles über 71 ist gut, offensiv. Der Rest ist eher so meh. Da Bulky Offense definitiv von Hooper ausgenockt wird. Und Hooper eben diese 70er Trend, 70er Benchmark hat. Wie viel hat denn eine Earthpower gemacht? Earthpower. Weißt du was? Earthpower soll er für Earthpower gehen, mir ist es komplett Wumpe. Ich wechsle sofort in mein Venusaur. Wenn er für Earthpower geht, dann geht er in für Earthpower, ey! Dann geht er für Earthpower, wenn er fürs Gold geht, dann geht er fürs Gold. Kriegt keinen Burn und wir können für Synthese gehen und damit immer noch den Threat gegen das Rotomo aufrechterhalten. Er könnte jetzt natürlich sein Gastrodon sacken. Könnte auch sein Ambiform sacken. Er könnte auch seinen Hooper reinbringen, was wahrscheinlich sein bester Zug wäre. Das invited allerdings. Okay, er will sein Gastrodon sacken. Kriegt einen Crit. Macht jetzt nicht sonderlich viel aus. Wir können weiter für Synthese gehen. Unser Venusaur ist ein relativ guter Wechsel in sein gutes Rotom-Mo. Und natürlich in sein Gastrodon immer noch. Bei seinen. Och du meine Güte. Missklick. Schlecht. Aggro. Zum Glück ist Ambiform schwach wie Scheiße. Was bist du für ein Set? Ich hab keine Ahnung, was du für ein Set bist. Ich würde auf jeden Fall für Roost gehen. Obwohl. Wieso bist du für Aggro gegangen? Double Hit wäre stärker gewesen. Zu 99%. Okay, er wechselt in sein Gas. Man weiß nicht warum. Man weiß einfach nicht warum. Ich werde auf jeden Fall wieder für eine Kehrtwende gehen. Wir sind bei den 100%. Der Missklick ist also damit nicht wirklich viel zu tragen gekommen. Unser einfachster Wechsel ist wieder das Venusaur. Wenn er fürs Gold gehen will, dann soll er fürs Gold gehen. Wenn er für Earthpower gehen will, dann geht er halt für Earthpower. Meine Güte, das Toxin whittelt ihn langsam down. Wir werden auf jeden Fall wieder für Synthese gehen. Wir haben genug Synthesen, um das auszuhalten. Und wenn wir bei relativ einfachen HP sind, dann haben wir auf jeden Fall ein gutes Matchup gegen sein Team. Gegen das Super haben wir den absoluten Konter. Ich bezweifle allerdings, dass wir vom jetzigen Moment eine Psychic bzw. ein Psychic schon dreimal nicht tanken können. Allerdings haben wir hier ein anderes Mon, das Hooper absolut hasst. Nämlich Galagladi. Und ja, wir haben schon gesehen, dass er Life Orb ist. Wir können für Knockoff gehen. Das ist definitiv ein Knockout. Und Galagladi wird so ziemlich das Match noch für sich bestimmen. Das Gastrodon kann ihm absolut gar nichts, selbst wenn es bei vollem Leben wäre. Das Ambipom. Gut, das kann ihm was, das würde ihn wahrscheinlich ausnocken. Das Rotom. Oh, was? Bei dem Rotom können wir eine Attacke überleben. Er trickt uns den Choice Scarf. Schön, hast eine Lumberry. Schön, hast keine Lumberry. Und ganz ehrlich, ich sehe keinen Grund, warum wir nicht für ein weiteres Knockoff gehen sollten. Wir sind nicht schneller als er. Allerdings ist das Schlimmste, was er machen kann, ein Burn. Und wenn er in sein Gastrodon wechselt, schön, du hast Gastrodon gesackt. Glückwunsch, dein Gastrodon ist tot. Wir können weiterhin für Knockoff gehen. Ich habe deswegen Galagladi drin gelassen, da wir alles außer einen gechoice-backsten Leafstorm überlebt hätten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir nicht ganz leicht einen gechoice-backsten Leafstorm getankt hätten. Ich weiß nicht, Voltwechsel 37.
sagen wir mal 40, 60. Na, wäre knapp geworden. Wäre tatsächlich knapp geworden. Gegen das Embepom ist definitiv unser Steelix Mega unser bester Wechsel. Er kann absolut gar nichts machen. Schön Fake Out, 6%, Glückwunsch. Und Heavy Slam ist vom jetzigen Moment aus unser bester Zug. Ihr seht, Low Kick macht absolut Zero. Und für das Rotom haben wir auch mittlerweile eine Outrage, die ich nicht wirklich riskieren will. Obwohl, weißt du was? Wir asserten hier Dominance. Wechseln unser Galagladi und das macht das mit CC. Wenn er einen Burn hat, schön, machst du einen Burn. Glückwunsch. Wenn er Pain Split hat, du regenerierst vielleicht 5%. Leaf Storm macht 32 bei minus 2. Das heißt 50 bei normalem. Das heißt dann wiederum 75 mit Choice Specs. Also nicht wirklich viel. Wir haben gewonnen. Und können wir mal gegen jemanden mit höheren Punkten spielen? Ich will ein paar Punkte kriegen. Dankeschön. Das ist die Low Ladder, die geht da mal überhaupt nicht klar. Das Schlimme ist, zwischen 1300 und 1500 Punkten ändert sich gar nichts von den Spielern her. Man sucht ungefähr ein halbes Jahr und kriegt dann trotzdem nur die mit 1200 Punkten. Und wenn man mal ein schlechtes Matchup hat und man verliert, dann werden einem 50 Punkte schätzungsweise abgezogen. Wir spielen gegen Benny. Benny V, okay. Hoffentlich hat er kein HIV. Sondern ist negativer eingestellt. Gegen sein Team scheint mir unser Galagladi relativ gut zu sein. Amoongus wird gesehen headbutted. Sein Slowking wird genockoffed. Obwohl ich sagen muss, dass Miku ein bisschen besser ist tatsächlich. Er hat ein eigenes Galagladi, was ich ziemlich cool finde. Die Frage wäre, was ist sein Flygon? Er könnte ein offensives oder ein defensives Team sein. Bis jetzt wissen wir das noch nicht. Meiner Meinung nach ist unser Steelix-Wechsel der beste Anfang, da wir einfach straight up Runde 1 für einen EQ gehen können, bei seinem Aggron. Er geht selbst für seinen EQ und er ist anscheinend Rocket gewesen. Wahrscheinlich Choice Band Rocket mit Head Smash. Choice Band der Head Smash soll nicht ganz schlecht sein. Gut, die Frage ist jetzt, was wollen wir machen? Ich glaube, wir wollen in Venusaur wechseln. Selbst wenn er für Ice Beam geht, sollten wir, oder für Flamethrower, sollten wir das tanken. Und ich glaube, er hat genug Angst vor einem Leaf Storm, sodass er in sein Amoongus wechseln wird. Flamethrower wäre tatsächlich eine Möglichkeit gewesen, die ich komplett übersehen habe. Ich dachte eher, dass er für Scald geht, aber gut. Ich bin mir auch nicht mal ganz sicher, ob das sogar ausgereicht hätte für unser Steelix. Unser Steelix hat 251. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das weitaus nicht ausgereicht hätte. Ja, wechselt jetzt in seiner Amoongus. Ich will einfach mal testen, wie viel eine Sludge Bomb macht. Er wechselt in sein Gallade und das macht 41%. Kriegen wir die Poison? Nein, leider nicht. Ist eine Leftovers-Variante. Das heißt, für uns Leafstorm wird ihn wahrscheinlich ausknocken, außer er ist Max Speed Jolly. Er überlebt den. Kann keine Substitute machen. Oh mein Gott, ich dachte, Leafstorm knockt ihn zu 100% aus. Sludge Bomb macht mit der Hälfte des Schadens immer noch über 20, das heißt, wir können eigentlich für Sludge Bomb gehen. Hoffentlich kriegen wir die Poison bei seinem Slowking. Leider nicht. Und die Frage ist, wird er für Flamethrower gehen oder nicht? Wahrscheinlich ja. Ice Beam ist allerdings auch relativ safe für ihn. Die Frage ist, was ist unser besserer Wechsel? Wir haben gesehen, sein Galagladi ist definitiv ein tankigeres Set. Ich glaube, dass gerade im Moment unser Galagladi der bessere Switchen ist, da wir sofort für einen Knockoff gehen können. Damit wird das Tangrow geschwächt. Sein Slowking wird wahrscheinlich der Choice Specs oder die Assault Vest abgeschlagen. Und wenn er auswechselt, dann gerne.
Kann er gerne tun. Er hat einen Choice Backs auf seinem Tangrow. Sehr, sehr interessant. Das heißt wahrscheinlich für uns, dass er jetzt sofort einen Leafstorm abfeuern wird. Oder Sludge Bomb. Sludge Bomb ist definitiv auch eine Variante. Ich werde allerdings sofort für eine Synthese gehen. Da er vielleicht in sein Flygon wechseln könnte. Das Negative ist jetzt allerdings, dass wir nicht wissen, was für ein Flygon er ist. Sollen wir es rausfinden? Ach komm, finden wir das raus. Wir wechseln in unser Flygon, um zu sehen, was für ein Flygon ist. Das sieht mir definitiv nach gescarften Flygon aus. Das ist auf jeden Fall ein offensiver Damage. Und da wir keinen Lebensorb gesehen haben oder ähnliches, bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein gescarftes Flygon ist. Das heißt, jeder Damage, den wir auf diesem Flygon bekommen, ist da, um zu bleiben. Er wechselt in sein Tangrow. Das ist relativ einfach für uns. Da wir jetzt in unser Venusaur wechseln können und sofort für eine Sludge Bomb. Er hat keinen Switch in den Sludge Bomb bar Among Us. Und Among Us, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er absolut nichts machen kann. Er verliert sein Tangrowth, das heißt, unser Galagladi hat ein relativ einfaches Spiel. Nur scheiße, dass es schon halb tot ist. Er entscheidet sich wieder in sein Flygon zu wechseln. Und da ich ihm Flygon als initiellen Switch-In gezeigt habe, will ich mal in unser Steelix wechseln. Ich bezweifle, dass er für ein EQ geht. Geht wieder für U-Turn. Das ist in Ordnung. Er kann eigentlich jetzt ohne große Probleme wieder in sein Slowking wechseln. Was er wahrscheinlich auch tun wird. Und da ich ziemlich sicher bin, dass er erstens langsamer ist als wir und er uns wahrscheinlich nicht ausnocken kann, mit einem Flammenwurf jedenfalls, ist das unser bester Zug, definitiv. Da wir auch das Slowking etwas schwächen wollen, werde ich auch sofort für Toxin gehen. Was wir jetzt natürlich nicht haben, ist ein Outrage-Switchen. Wir haben absolut keinen Outrage-Switchen. Leider verfehlen wir unser Toxin. Das Bloat. Definitiv. Ich glaube, Meloetta kann mit 100% Leben eine überleben. Wir wechseln definitiv in unser Venusaur. Und ich werde sofort für eine Sludge Bomb gehen, da ich wahrscheinlich der Meinung bin, dass er in seiner Mungus wechselt. Das nimmt 36% Schaden, das ist definitiv etwas. Und Synthese ist, glaube ich, mein bester Zug. Er hat ebenfalls Synthese. Interessant. Er hat einen Black Sludge. Und wir können auf jeden Fall weiter für Sludge Bomb gehen. Ich glaube nicht, dass er uns in irgendeiner Art und Weise Schaden machen kann. Wir können einfach weiter für Sludge Bomb gehen. Wir brauchen Sludge Bomb für kein anderes Mon außer dieses Among Us. Das Galagladi sollte definitiv auch durch so ziemlich jede andere Attacke sterben. Er entscheidet sich, in sein Slowking zu wechseln und ich werde nochmal für eine Sludge Bomb gehen. Er bleibt tatsächlich nochmal mit seinem Slowking drin. Geht wahrscheinlich für einen Ice Beam. Ja, Flammenwurf. Und wird durch den Toxinschaden ausgenockt. Okay. Meiner Meinung nach ist Miko unser bester Zug. Wahrscheinlich wird er mit seinen Flygon lieben. Wechsel in seiner Mungus. Ich glaube, wir müssen für Psychokinese gehen. Und das macht einiges an Schaden. Er geht für Spore. Und ich werde definitiv versuchen aufzuwachen. Ich glaube nämlich nicht, dass er versucht, für einen Gigasauger zu gehen. Ich glaube eher, dass er für Synthese wechselt oder in sein Galagladi wechseln will. Ich werde definitiv versuchen, beide Male aufzuwachen. Wenn er in sein Flygon wechseln will, dann haben wir definitiv ein kleines Problem. Hier ist die Synthese. Und wir werden auf jeden Fall wieder versuchen aufzuwachen und ihn mit einer Psychokinese auszunocken. Unsere Psychokinese hat definitiv einiges an Schaden gemacht. Wir wachen tatsächlich auf und können das Galate ausnocken. Das ist hervorragend. Und sein jetziger Wechsel ist tatsächlich sein Flygon.
meiner Meinung nach ist eine Psychokinese. Er ist ein defensiveres Set. Was für uns heißt, wir können mit unserem Tyrantrum sweepen. Wir können definitiv mit unserem Tyrantrum sweepen, wenn wir jetzt wieder für Psychokinese gehen, dieses Amoongus auf ungefähr 50% runterbringen. Er kann uns zwar mit einem Gigasauger ausnocken, allerdings. Haben wir hier jetzt ein Tyrantrum und dieses Tyrantrum kann ohne große Probleme Outrage drücken. Und mit dieser Outrage können wir sowohl das Flygon ausnocken, als auch dieses Amoongus, wenn er sich dazu entscheidet, drin zu bleiben. Und sofern er kein Magier ist und auf einmal einen Choice Scarf mit Outrage auf seinen Flygon zaubern kann, haben wir das ziemlich sicher gewonnen. Also wir haben das gewonnen. Das ist definitiv so. Wahrscheinlich wieder schätzungsweise 10 Punkte, die wir dazu bekommen. Ein Match werde ich noch holen. Wo war er denn? Wo war er denn? Hallo? Wo war er denn? Ja, war klar. Und, ach du meine Güte. Okay, Dougie ist ein Problem. Dougie ist definitiv ein Problem. Vor allem mit Stall. Oder, na, es könnte auch Bulky Offense sein. Allerdings sieht mir Aquaqualib und Registeel definitiv nach Stall aus. Stall mit Mega Camera und Medicham als Wallbreaker. Okay, kann man definitiv so anbieten. Ich werde auf jeden Fall mit unserem Registeel leaden. Was? Mit unserem Steelix leaden. Und Runde 1 für einen Earthquake gehen. Er entscheidet sich für Seismic Toss. Nimmt auf jeden Fall einen guten Chunk Schaden. Und der zweite EQ ist eigentlich relativ easy. Während er für Tarnstände geht. Wahrscheinlich wird er jetzt auch für einen Wechsel in sein Medicham gehen. Wechsel in sein Camerupt. Das ist sehr, sehr gut für uns, da wir in unser Flygon wechseln können. Die Frage ist nur, ob er HP Ice hat oder nicht. Allerdings, wenn er die hat, dann okay. Dann ist das so. Hat Flamethrower, geht auch dafür und meiner Meinung nach ist es der Defog wert, unser Flygon zu riskieren. Sein Wechsel ist Tangrowth. Und nach dieser Runde werden wir wissen, was für ein Set das Tangrowth ist. Ich werde definitiv mit einer Kehrtwende in unser Venusaur wechseln. Das ist definitiv ein defensives Tangrowth. Ein physisch defensives. Wahrscheinlich mit Knockoff und Toxic. Vielleicht auch noch Leech Seed. Na ja, hier sind die Leech Seeds. Und so wie ich das sehe, hat er absolut kein Switchen in unsere Sludge Bomb. Wenn er in sein Dougie wechseln will, dann können wir das definitiv poisonen. Ausstall nicht wirklich. Gone. Tangrowth gone. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Choice Bandit EQ überleben können. Ziemlich sicher. Er wechselt in sein Camerupt. Meiner Meinung nach ist unser Flygon wieder unser bester Zug. Selbst wenn er für HP Ice gehen will. Er entscheidet sich für einen Flamethrower und wir können ohne große Probleme für eine Roost gehen, um uns durch zwei Flamethrower zu bringen. Dadurch können wir jetzt nämlich wieder in seine Flamethrower reinwechseln. Und ein EQ ist unser bester Zug, da wir eventuell ein... Okay, ich wollte sagen, eher ein Dougie oder ein Medicham als Switch-In bekommen können. Aber gut, das Jellicent nehme ich definitiv auch. Wir können jetzt nämlich für eine Kehrtwende gehen in unser... Gutes Gallade. Unser Gallade hat absolut keinen Wert für uns in diesem Match. Da das Medicham physisch angreift und es schlechtestenfalls ein und am bestenfalls ein Speedtail für uns ist. Das Dougie ist schneller und kann uns mit EQ ausnocken. Wir haben die Lamm, falls er uns willown will. Und das Camerupt stirbt nicht durch einen Treffer. Das heißt, der Wert unseres Galades ist nahezu an Null. Und der Wert unseres Medivators ist dadurch definitiv höher. Er wechselt in das einzige Mon, gegen das unser Gallade noch einen Wert hat. Interessant.
Ich werde definitiv für einen Zen Headbutt gehen, da ich der Meinung bin, dass wir eventuell einen Flamethrower überleben können, solange wir keinen Drop bekommen. Und jetzt wird der CC ist um 1,5 stärker, das heißt perfekt, um ihn mit einem mittleren Roll auszunocken. Leider ist er das nicht. Wir werden durch einen weiteren Flamethrower ausgenockt und wir haben jetzt den Vorteil, in unser Flygon wechseln zu können und ihn mit einer Kehrtwende ausnocken zu können, während wir in unser Steelix kann eine Attacke von seinem Dougie aushalten, das ist das Gute dran. Venusaur ist relativ gut gegen seinen Magicham. Während wir in unser Tyrantrum wechseln. Tyrantrum ist unser bester Wechsel tatsächlich. Da wir für eine Outrage gehen können. Ist das Skull of Medicham? Ich werde es riskieren. Wenn er nicht Jolly ist, wenn er Adamant ist, dann wird er definitiv langsamer sein. Outrage! Entweder ist er Life Orb oder er ist Adamant Skull. Das Dougie ist definitiv ein, ist definitiv auch banned. Okay. Ich hätte bei seinem Team eher ein Leeds Dougie. Irgendwie in der Art was erwartet, aber gut. Es war ein sehr, sehr schlechter Stallspieler. Nehmt euch kein Beispiel an diesem Stallspieler. Er hat einfach einen Mon nach dem anderen gesackt, obwohl er viele, viele Switch-ins hatte. Nehmt euch kein Beispiel dazu. Nehmt euch einfach kein Beispiel. Ja, also, wir sind ein bisschen hochgekommen. Ich glaube nicht allzu viel. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Pokémon Showdown. Bis dahin. Tschüss.